Hallo und herzlich willkommen zum MBCAD Video Tutorial. Mein Name ist Katrin Bohn und heute zeige ich Ihnen in DraftSight 2016 die Möglichkeiten der Flächenermittlung. Erste Möglichkeit über Extras, Abfrage Fläche abrufen. Jetzt muss ich über Auswahl der Kanten schön der Reihe nach die Fläche markieren. Enter und im Befehlsfenster unten wird meine Fläche ausgelesen. Zweite Möglichkeit, ich lege eine Schraffur in diesen Bereich. Ich wähle also das Werkzeug Schraffur, gehe über Punkte im Grafikbereich angeben, klicke einfach in diesen Raum hinein, Enter, kann jetzt noch den Maßstab einstellen und sage okay. Jetzt habe ich meine Schraffur einfach in den Bereich reingelegt und wenn ich diese anklicke, werden mir die Eigenschaften links im Bereich Geometrie ausgelesen und hier wird auch meine Fläche ausgelesen. Reicht oftmals aus und ist eine schnelle Möglichkeit. Ich entferne die Schraffur nochmal. Dritte Möglichkeit über Pulldown-Menü Zeichnen, Flächenbegrenzung. Ich lasse die Einstellungen so, sage OK, klicke wiederum nur in meinen Bereich hinein und bekomme jetzt hier auch die Fläche begrenzt, Enter und habe jetzt hier rundherum eine Begrenzungslinie und auch wiederum, wenn ich diese anklicke, bekomme ich in meinem Eigenschaftsfenster die eingeschlossene Fläche ausgelesen.